Was geht ab, ihr Schnittchen? Willkommen zu 50 schweren Fragen aus dem Harry Potter-Universum. Mit unseren Kandidaten Christian, Jay und Peter. Hallo. Gib 5 Punkte für eine richtige Antwort und einen Punkt für alle anderen bei einer falschen und kommen direkt zu Frage 1, ja? Wie entkommen Harry, Ron und Hermine aus Gringotts? Peter. Mit einem Drachen. Auf dem Rücken eines Drachen. Als ob! Easy Snack. Frage 2. Siehst du das? Ja. Krass. Welchen Horcrux zerstört Voldemort selbst? Dammit. Welchen Horcrux zerstört Voldemort selbst? Ich hätte gerne nicht... Also wenn du sagst, der vierte, muss ich kurz gucken, in welcher Reihenfolge die vernichtet worden sind. Jay. Ist das nicht... Ist Harry nicht auch ein Horcrux? Und das ist natürlich absolut korrekt. Ja, stimmt. Also, ja. Er zerstört Harry? Er tötet ihn und was, dann, der tötet also Harry? Mit der Narbe und so ein Scheiß. Ja. Oder so, keine Ahnung. Zaubert doch Avada Kedavra. Ich glaube, bis dahin bin ich immer eingeschlafen bei dem Film, ey. Scheiße. Peter, dann wirst du das hier sicher wissen, weil das ist natürlich absolutes Basiswissen. Ich habe sogar zu Ende geguckt. Frage 3. Wer heiratet im 7. Teil im Haus der Weasleys? Jay. Harry und Genie. Nee. What? Peter. Ron und... Nee. Ich nee. Ich verdoppel die Punkte, wenn ihr mir sagt, wer das ist. Reicht dir einer? Okay. Du musst schon die Frau haben, oder? Du kriegst von mir pro Person eine richtige Antwort. What? Also 10 pro Leute Person. Genau. 10 Punkte. Sie heiraten ja 2 Leute, ja? Achso, so. Und das heißt, wir können 20 Punkte absnicken. Genau, du kriegst pro Person, die du mir sagst, kriegst du 10 Punkte. Fred. Jay. Was? Fred? Nee. George. Ja. Nee. Jetzt kannst du ja echt ewig wassern, weil wenn du einen richtig hast. Wer ist denn noch Teil von dieser, wer könnte denn dann sein? Percy? Ja. Nee. Hä? Okay, jetzt habe ich sie alle, glaube ich, durch von den Weasleys. Okay. Scheiße. Jo, was sagst du? Neville. Neville? Nee. Hä? Bin ich jetzt völlig falsch? Neville? Von den Weasleys? Nee, im Haus. Im Weasley-Haus. Ach so, im Haus. Von den Weasleys. Ja, aber ich gehe mal davon aus, dass das einer von den Wieseln da ist. Ja, hätte ich jetzt auch gedacht, aber... Ansonsten schließe ich die Frage auch gerne hin. 5, 4... Jay? Luna Lovegood. Nee. Nebencharakter 2. 5, 4, 3, 2, 1. Geschlossen. Es heiraten selbstverständlich im Hause Williams. William Arthur Bill Weasley. Ja. Ja, genau. Der ist der älteste Weasley-Sohn. Und Fleur de Lacour. Oh, die von den Französinnen. Also ich... Ja. Ich bin mir relativ sicher gerade, dass das Percy ist. Das Percy ist der Drachentyp, der mit den Drachen in Rumänien geforscht hat. Den du genannt hast, der wird Percy, glaube ich, genannt oder so. William Arthur, in Anführungszeichen kurz Bill Weasley. Ach, steht Bill. Hier. Fuck, dann ist das doch nicht Percy. Steht hier fuck. Im Harry Potter Fandom. Ja, ich habe halt gedacht, ja, nee, absolut korrekt. Ich hatte wirklich gedacht, der Typ heißt halt Percy, ich Vollidiot. Nee, Scheiße. Er heißt Bill. Ich dachte wirklich, das wäre der Drachendude. Mann! Okay, Frage 4. Wer rettet Harry und Sirius im 3. Teil vor den Dementoren am See? Jay. Lupin. Nee. Oh, das wäre aber smart gewesen. Wer rettet Harry und Sirius im 3. Teil vor den Dementoren am See? Christian. Hermine. Nee. Wait. Ich frage noch ein drittes Mal. Wer rettet Harry und Sirius im 3. Teil vor den Dementoren am See? Das ist mega die dumme Antwort. Jay. Firenze. Nee, wer ist Firenze? Ich kann mich sogar an die der Szene Zentaure. Erinnern. Ich dachte, ich kann mich auch an die Szene erinnern. Ja. Ich dachte, es wäre der Zentaure. Also, ist, glaube ich, Firenze die Frage oder Firenze in oder 5. Sowas. Ja, Peter? Ist das nicht Harry selber? Weil ja, natürlich ist das Harry selber. Ja! Der mit dem Zeitumkehrer zurückgekehrt ist. Natürlich.
Ach so, wait. Ich dachte, ich hatte im Kopf, dass Harry da endlich geschafft hat, seinen komischen, wie heißen diese Schutzwesen, die man Patronus. Mit seinem Zauber, ja, seinen Patronus zu beschwören kann. Das hatte ich nee, im Kopf. Der ist doch dann in der Vergangenheit und steht und sieht sich doch dann selber und denkt, das ist sein Vater, aber dann im Wald war er das selber. Ja, holy shit, Alter. Dann habe ich wohl mit Glück getroffen. Wie das halt so ist. Okay. Frage 5. Da gebe ich 10 Punkte für. Ne? Wer wirft Harrys Namen in den Feuerkelch? Wait. Alter, was sind das für Fragen? Das war doch der vierte Teil. Wer war denn ja. da? Der, wie heißt denn der? Ich gebe euch einen Tipp. Derjenige ja. war verkleidet als Mad-Eye Moody. Ja, ne? Jetzt wisst ihr. Aber ich brauch den Namen, ja. Ja, wer war denn das nochmal? Weil das war doch der Bösewicht. Warte mal. Ja, Peter. Voldemort. Nee, das ist nicht Voldemort. Aber Mad-Eye Moody war doch da die ganze Zeit in dieser Kiste eingesperrt. Aber wer war denn da nochmal? Genau, und einer hat sich als Mad-Eye Moody ausgegeben. Ja. Und den suchen wir. Wer war das? Klaus. Klaus war das vielleicht. Ja, aber ich schließe aber mal die Frage in 5, 4, 3, 2, 1. Geschlossen, die 10-Punkte-Frage ist geschlossen. Es war natürlich Bartimeus oder auch Barty Crouch Jr. Wer? Bartholomeus? Bartimeus. Ach, Bartimeus. Wer ist das denn? Das ist, er wird beschrieben als ein milchgesichtiger junger Zauberer mit strahlblonden Haaren, Sommersprossen und hervorragenden magischen Fähigkeiten. Hä? Ja, genau. Okay, ich Wo bin dabei, Jay. Aus London. Das steht hier, das kann ich dir jetzt auf Anhieb nicht sagen, wo der herkommt. Ist der auf Hogwarts gerade parallel oder ist der irgendwie schon krasserer Zauberer und schon fettig oder? Nee, der verkleidet sich halt als Mad-Eye Moody, ja. Als Lehrer. Wie vorhin gesagt. Ja, Frage 6. Wie findet Luna Harry im Zug? Sexy. Nackt. Onanierend. Ich finde den gut. Boah. In welchem Teil überhaupt? Ja, wie wohl aussieht, findet man den nur einmal. Aber es gibt hier so das eine Wort, was man wohl hören muss, um die Antwort zu geben. Schlafend. Nee. Also wait, oh Schade. Mein Gott, wie findet sie ihn vor quasi? Ich dachte, wie findet sie ihn so nach dem Motto... Ja, was weiß denn ich? Also, ich bin dem Geruch nachgegangen. Hier, da riecht's nach Schlammblüter, da gehe ich hin. Nee, es geht eher um Vorfinden. Ah ja, sehr gut. Ja. Oh, ich habe eine Idee, warte mal. Frage. Oh ja, okay, ja. Nee, das ist nicht richtig. Egal. Fast ausgesaugt von Dementoren. Nee. Dann schließen wir Christian. Lesend. Nee. Dann Feder. Essend. Nee. Ob die Antwort essend ist, ey, come on. Ja, was weiß ich. Eben war die Antwort, wer rettete Harry? Ja. Ich schließe die Frage. 5, 4, 3, 2, 1. Geschlossen. Durch die Schlickschlupfe, die um seinen Kopf herumschwirren. Was? Wie durch? Moment, dann ist er aber also doch nicht. Also geht es doch darum, wie er ihn findet, quasi. Wie er ihn vorfindet. Nee, ja, weil er Schlickschlupfe um ihn herumschwirrt, weil auch immer Schlickschlupfe sind. Schlickschlupfe ist ein unsichtbares, magisches Wesen. Das hörte sich so an, die hat ihn deswegen gefunden, wegen den Schlickschlupfen. Und nicht. Alter, ist sie Gargamel? Ja. Also, die essen die Schlüpfschlümpfe? Sowas wie richtig krass verwirrt durch magisches Wesen oder so hätte ich auch akzeptiert. Weil Schlickschlüpfe fliegen bei einem Menschen ins Ohr ja, und verstopfen dann den Kopf. Dadurch wird man verwirrt. Und man driftet gedanklich ab. Da habe ich auch Schlickschlüpfe im Kopf. Frage 7. Wer ist nach Dumbledores Tod der Schulleiter von Hogwarts in den letzten Jay? Umbridge. Nee. In den letzten zwei Filmen. McGonagall. Nee. Hä? Wer ist nach Dumbledores Tod
der Schulleiter von Hogwarts in den letzten zwei Filmen. Ich weiß, dass die Umbridge da auf jeden Fall mehr Power bekommt, aber vielleicht ist sie nicht die Oberchefin. Ja, aber zu dem Zeitpunkt... Die sind ja schon benannt. Also ja, die genau. Umbridge, das ist Filme weiter vorne und da lebt Dumbledore auch noch. Ja, aber wer ist Schulleiter so. Nach dem Tod von Dumbledore? Hagrid. Ja, Peter? Snape. Snape! Oh, da habe ich auch dran gedacht. Ist das richtig gewesen? Ja, ne? Snape ist richtig. Ja. Frage 8. Wie ist die maulende Myrte gestorben? Peter. Maulend. Nee. Sicher? Ich suche nach der Todesursache, ja. Ja, okay. Ja, Frage nicht gut gestellt. Ja, tut mir leid. Christian. Die wurde da umgebracht. Okay, wie? Ertränkt. Nee. Das hätte ich auch gesagt. Okay, krass. Niemand? Dann schließe ich die Frage ansonsten nein. In 3, 2, 1. Geschlossen. Sie hat den Basilisken direkt ins Auge geblickt. Ach, die Nummer war doch... Das ist aber auch dämlich. So. Wir haben jetzt eine Frage, da geht es um eine Aufzählung. Ja, dann haben wir jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir spielen jetzt nur um die Ziffer oder wir spielen um die richtige Antwort der einzelnen Leute. Ich möchte ganz kurz an dieser Stelle sagen, dass ich die schweren Fragen mit Tim und Marius durchgegangen sind. Das sind die beiden, die unsere Battlemaps in Minecraft immer gebaut haben und die haben alle Fragen instant richtig beantwortet. Alter. Okay, ich verstehe jetzt aber noch nicht, wovon ich sag, was ich okay. tun muss. Muss ich was eintippen? Nee, nee, ja. Nichts eintippen. Die, so, Frage, die Frage ist entweder oder. Genau, die Frage ist, wollt ihr lieber nur um euch eine Zahl betteln oder sage ich jetzt zum Beispiel, wie viele Zaubereiminister gibt es, ja? Und wie heißen sie? Oder lieber nur, wie viele Zaubereiminister gibt es? Ich bin eher für die 2. Nee, ich bin eher für die 1. Gut, dann haben wir 1-1, Jay? Mir egal. Du kannst dich jetzt nicht entscheiden. Da ist das System noch mitgeregt. Ich nehme die 3. Du nimmst die 3. Gut, wir nehmen nur die Anzahl, ja? Frage 9. Wie viele Kinder haben die Weasleys? Jay? Du musst 6. Nee. Ich dachte, wir müssen tippen. Peter? 9. Nee. Jay? 9 hätte ich auch getippt. 5. Nee. Peter? 7. Ja. Nice! Bill, Charlie, Percy, Fred, George, Ron und Ginny. Percy! Den Gibbet ja doch! Ja, den Gibbet, so aber das ist halt nicht Bill, Alter! Ja. Hä? Ja, ich dachte, das wäre derselbe! Nein, es gibt halt Bill, das Charlie, Percy, Fred, George, Ron und Ginny. Es gibt halt Bill und Percy. Ach, so eine Scheiße! Ich habe auch nie gesagt, dass es Percy nicht gibt. Ich habe nur gesagt, dass Percy nicht der ist, der heiratet. Moment. Bill, Percy, Ron, Ginny, Charlie, Fred. Ach, Charlie. Wer ist denn Charlie? Einer der Kinder von Weasleys. Charlie, Bill und Percy, die sind mir unbekannt. Also teilweise. Ich dachte, das wäre alle Personen. Serafina und Loredana nicht vergessen. So, Frage 10. Wie heißen die Gegenstände, mit denen man an einen anderen Ort kommt? Peter. Kamin. Nee, die heißen nicht Kamin. Aber die benutzen die Kamine dafür. Das stimmt, die benutzen den Kamin auch dafür. Aber wie heißt der Gegenstand? Gut, dass ich nicht Besen gesagt habe. Also, Alter, das zählt ja wohl auch eindeutig. Ja, damit fliegen die auch von A nach B. Ja, ohne Witz, ich bin da ganz bei dir. Moment, ich guck mal ganz kurz. Wie heißen die nochmal? Mann, das ist doch eindeutig, was gemeint ist. Ja, das geht um die Teleportation da, ne? Ja, ja. Genau. Okay, dann schließe ich die Frage in 3, 2, 1. Geschlossen, man braucht dafür einen Portschlüssel. Ach, so ja. Heißen die. Frage 11. Welches Hauswappen hat das Haus Hufflepuff? Ja. Ein Dachs. Das ist ein Dachs. Nice, Jay. Das hätte ich nicht gewusst. Bei Hufflepuff muss ich immer an Knuddeluff denken. Frage 12. Ist ja auch nah dran. Beschreibe apparieren. Das ist doch das, wenn du einen Stock wegwirfst und nun dir den wiederbringt. Das ist apportieren. Es gibt apparieren und disapparieren und du sollst apparieren beschreiben. Kannst du das in einem Satz verwenden? Ich kann das in einem Satz verwenden, ja, aber das kann ich jetzt nicht tun. Ansonsten schließt die Frage in 3, 2, 1.
Tschüss. Appariere schneller. Geschlossen. Apparieren ist von einem Ort verschwinden und fast augenblicklich an einem anderen auftauchen. Wieso? Ja, weil du den Kamin benutzt hast. Ja. Nee, das ist nochmal was anderes. Portschlüssel. Achso, das ist nochmal was anderes. Ja, die haben mehrere. Achso, yo, stimmt. Alter, der gibt ja auch Sinn. Disappear und appear. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ach, Peter, ey. War, seid ihr dumm? 13. In welches Tier konnte sich James Potter verwandeln? Peter. Hirsch. Yo. Christian, du lebst noch? Heiß ich. Okay. Frage 14. Wer ist Rita Kimkorn? What? Und du hast gedrückt, dein Ernst? Das ist eine Reporterin. Das ist richtig. What? Wer ist denn Rita Kimkorn? Die sieht Alter. Aus. Das ist die Huren-Boulevard-Presse-Olle, die immer Harrys Stories verdreht. Das ist die Lügenpresse in Harry Potter, Scheiß Junge. Frage 15. Nee. Wer entführt Umbridge im Wald? Jay. Die Renze. Hätte ich jetzt auch gesagt. Zentaure. Dieser komische Zentaure. Ja, genau. Das ist richtig. Heißt der Firenze? Der steht hier nicht. Achso, der Zentaure einfach, oder was? Ja. Frage 16. Wie heißt die Zeitschrift von Lunas Vater? Und ich gebe dafür wieder 10 Punkte, wenn er das bringt. Was? Wie heißt die Zeitschrift von Lunas Vater? Alter. Also die englische Variante ist für mich natürlich auch cool. Gucken wir mal ganz kurz, wie die heißt. Gibt's da heiße Fotos? Ich glaube nicht, nee. Ansonsten, wenn ich möchte, schließe ich die Frage in, Jay. Mondblatt. Nee. Gib mir noch einen Hinweis. Es fängt im Deutschen mit der an und dann kommt dahinter noch ein Wort und im Englischen mit the. Ne? Danke für diesen Tipp. Ja, das ist ein Zap-Tipp gewesen. Das ist ein Chronicle. Alter, sag mal, Christian. Nee, irgendwas mit Mond. Also schließe ich die Frage in 3, 2, 1. Frage geschlossen. Im Deutschen heißt es natürlich der Klitterer. Der was? Also doch Nacktfotos. Oh shit, ich hab mir einfach mit meinem Mikro ins Gesicht gehauen. Der Klitterer? Das ist die Hotelzeitschrift von eurem. Ja, der Klitterer. Oder im Englischen The Quibbler. Wie im Englischen, bitte? Quibbler. The Quibbler, ah ja. The Quibbler. Der Klitterer. Okay, Frage 17. Warum muss Harry im 5. Jahr ins Ministerium? Peter. Weil er ungezogen war. Okay, und wann hat er Ungezogenes gemacht? Der hat apportiert. Nee. Er war nur apportiert, scheiße. Der hat doch in der Menschenwelt gezaubert. Mann! Das ist richtig. Oh. Das ist absolut korrekt. Er hat unerlaubt gezaubert, und zwar um genau zu sein, einen Patronus. Frage 18. Was ist das einzige Fach, das Hermine nicht ausstehen kann? Sport. Jay. Liegen mit dem Besen. Nee. Für die geilen Stock zwischen den Beinen. Peter? Astronomie. Scheiße, wie heißt das? Hier, Wahrsagen. Jo! Ja, so heißt das, ja, natürlich. Das war diese komische Schrulle mit der großen Brille. Ich verwechsel immer Astronomie und Astrologie, weil gibt es Astronomie überhaupt? Ja. Also als Fach, also nicht keine vielleicht Ahnung. Als Fach dort, aber. Aber das ist das, wo du Sternzeichen und so liest, oder? Das ist Astrologie. Guck, das verwechsel ich immer. Verkackte Scheiße. Astronomie ist ja Planetenlehre und so. Ja, okay, das ist also das Legitte. Und das Astrologie ist der Shit. Das ist quasi Tarotkarten und so. Ja, das sind die Globuli unter den Wissenschaften, ja, genau. Was Sterne angeht, okay. Absolut richtig. Okay. Frage 17. Ne, das ist gelogen. Das ist 19 sogar schon. Wer öffnet die Kammer des Schreckens in dem Film Die Kammer des Schreckens? Peter. Der Lehrer für die... Ach, scheiße. Christian. Harry. Nee. Peter. Hermine. Nee. Jay. Myrte? Nee. Myrte ist da schon lange tot. Myrte? Peter. Alter, vielleicht kann ich ja trotzdem öffnen. Nee.
Hä? Okay, dann schließe ich die Frage in 3. Oh mein Gott, ich weiß, wer es ist. Nein! Ja, dann drück doch. Ja, du kannst doch nur antworten. Ja, ich kann ihn nur erklären. Ja, wenn du. Okay. Den Namen kann ich nicht. Ja, dann komm von mir aus. Also jetzt. Boah, jetzt nee. Muss er erklären. Ja, bitte. Dann ist der kleine Junge, der immer die Fotos gemacht. Peter. Ginny Weasley. Ja. Die wurde doch übernommen, oder? Dann hat die doch irgendwie, die wurde doch übernommen. Gott. Das hat die irgendwie in so einem Halbschlaf oder sowas gemacht, wenn ich mich recht entsinne. Ja, keine Ahnung, kleine Junge war schon raus. Das ist ich dachte, es gab mal irgendwann so einen kleinen Jungen, der mal so Fotos gemacht hat und irgendwie so Voyeur war. Der Voyeur, oder so. Der Geile. Ich dachte, der wäre das gewesen. Oh, schön. Okay, Frage 20. Welche Position hat Ron im Quidditch? Tipp. Ja, Entschuldigung. Zuschauer. Das hätte ich auch gemacht. Nee, gibt keinen Tipp. Welche Position hat Ron im Quidditch, Jay? Torwart. Moment, da muss ich kurz konfirmen. Oder vielleicht auch oder nicht. Oder Ringwart oder wie auch immer das da heißt. Das war mir wert. Ja, das ist richtig. Ach, der heißt ganz richtig Hüter. Aber ist der Torwart. Okay, Frage 21. Was ist der fahrende Ritter? Wie könnt ihr da lachen? Nee, Karren. Nee, der fahrende Ritter. Heißt die nicht Karin? Ach, Karin heißt die. Nee, der heißt fahrender Ritter. Der fahrende Ritter? Was ist der fahrende Ritter? Der heißt der fahrende Ritter? Ja. Das ist halt fliegende Auto. Nee. Das wäre der fliegende Ritter. Christian. Das ist eine Kneipe. Nee, auch nicht. Oh. Fahrende Ritter. Ich habe keine Ahnung. So gib mir einen Tipp. Null. Der fährt. Also, der fährt wirklich. Ich glaube, da kannst du den Quitterer kaufen. Peter. Das ist ein Bus. Das gibt ist richtig. Ja, dann ist er in dem Film. Ich erinnere mich gerade an den Film. Das ist der teleportierende Bus, dieser dämliche. Ja. Oh mein Gott. Oh. Das ist der dreistöckige leere Bus, der gestrandete Zauberer und Hexen aufnimmt. Das ist aber auch schön. Wieder so eine Erzählung, da wusste J.K. Rowling jetzt auch nicht, wie kriege ich Person A nach B. Ja, okay, gibt dann diesen Bus. Lass ich mir dann jetzt einfallen. Bei 22. Wer besitzt die Macht des Elderstabs, nachdem Dumbledore getötet wurde? Alter, jetzt sind wir in Skyrim. Jay. Ja, Voldemort. Voldemort, ne. Jay. Dann Harry. Ne. Hä? Ja, Harry. Wer besitzt die Macht des Elderstabs, nachdem Dumbledore getötet wurde? Peter. Snape. Nee. Das ist ja doof. Das wäre auch smart. Wer ist denn der Elderstab? Also, was ist der Elderstab? Das ist der Stab von Voldemort. Das ist der Stab, den Voldemort unter anderem führt. Und davor hat den Dumbledore Ist das ein Zauberstab? Ja. Ah. So, und der wird ja von jemandem, also egal wer ihn benutzt, der wird ja von jemandem geführt. Also diese Macht, die besitzt ja jemand anders. Voldemort kann den ja nicht benutzen, weil er nicht die Macht besitzt, sondern jemand anders. Und zwar... Wait, what? Beatrix Lestrange. Nee. Dann schließe ich die Frage in 3, 2... Wer ist denn der blonde Typ da noch? Malfoy. Nee, nicht der Junge. Ja, der Vater heißt auch Malfoy. Aber wie heißt der mit Vornamen? Vater. Okay, dann schließe ich die Frage. Ja. Lucius Malfoy. Nee, das ist leider falsch. Ha! Ich schließe die Frage in 3, 2, 1. Frage ist geschlossen. Die Macht besitzt Draco Malfoy, da er Dumbledore entwaffnet und der Sieger aus einem Duell die Macht des Elderstabs bekommt. Als ob Alter, Christian hatte das sogar vorgesagt. Dumbledore ist so eine Wurst. Ich habe aber nicht an Draco gedacht. Ich hätte es tatsächlich an den. Frage 23. Wie kommt man ins Zaubereiministerium über den normalen Weg? Zu Fuß. Christian. Über Gleis 9, 3 Viertel. Nee, damit fährt man nach Hogwarts. Die kommen immer über die Kamine rein. Nee, das ist nicht der normale Weg. Das ist echt nicht der normale Weg. Ach komm, die gehen doch alle über die scheiß Kamine. Die gehen immer voll in die Kamine. Das stürme ich dir Szene, zu. Wo diese 5000 Kamine sind. Absolut, absolut. Aber das ist als nicht... Als ob das nicht der normale Weg ist. Das ist, die benutzt jeder. Das ist...
Da dann doch zu Fuß. Nicht der normale Eingang. Als ob. Tut mir leid, ich kann da ja auch nichts für. Was ist das denn für eine leckte Scheiße? Wie kommt man ins Zaubereiministerium über den, ich sag mal, Haupteingang? Oh mein Gott. Ja, über den normalen Weg. Niemand? Okay, Peter? Per Bahn. Nee. Ich schließe die Frage in 3. Durch die Vordertür. 2, 1, zu. Durch eine rote Telefonzelle, die nach unten fährt. Oh, stimmt. Haben die das nicht sogar nochmal gezeigt hier in den späteren Filmen? Ich glaub schon, ja. Das ist ja der dämlichste Eingang aller Zeiten. Ja, ich sag ja auch nicht, dass das smart ist, aber das ist halt wie der fahrende Ritter, ne? Weißt du, wie groß ist bitte die Schlange morgens, wenn die immer auf diese scheiß Telefonzelle warten müssen, die da runterfährt? Die ist ungefähr so lang, das habe ich mal gesehen in München, wenn du da so einen Tiefgaragenplatz hast, ja. dann können die nur ein Auto gleichzeitig da rausholen. Dann haben die Leute morgens so eine Schlange und warten darauf, dass die ihr Auto da rausholen können. Keine Sau benutzt diese scheiß Telefonzelle, sondern keinen über den Kamin rein. Ja? Mit Portschlüsseln. Nee, brauchst du ja da nicht. Achso, bei Kaminen brauchst du keine Portschlüssel, okay. Glaub schon. Okay, Frage 24, ja. Für die könnte ich 100 Punkte geben, by the way. Die kommt ja nicht da. Wer steckt in Mathilda Backshots Körper? Wer ist das denn jetzt schon wieder, Alter? Mathilda Backshot. Mathilda Backshot Batilda? Ist eine bekannte Historikerin der magischen Welt. Das gebe ich mir als Tipp. Mhm. Keine Ahnung. Böses. Okay. Da habe ich auch gerade gedacht. Dann schließt die Frage in 3, 2, Jay. Beatrix. Nee. 3, 2, 1. Die Schlange, Voldemorts Schlange Nagini schlüpft in den toten Körper von Backshot und erwartet Harry und Hermine in Godric's Hollow, um Harry im Auftrag ihres Herrn dort festzuhalten. Das ist ja ekelhaft. Das ist ekelhaft, ja. Emmett. Schlange. Alter. Wie heißen die Prüfungen der Schüler der 5. Klasse? Dazu gebe ich noch einen Tipp. Die heißen genauso wie die Schüler der 4. Klasse oder der 3. Kann man mal Prüfung? Ja, also quasi die Schulprüfung, nennen wir es so, ja. Ah ne, ist komplett gelogen. Es sind tatsächlich nur die des fünften Schuljahres. Die davor heißen leicht anders. Fehlt ein Buchstabe. Ich weiß es nicht. Und ich gebe euch noch, im Englischen heißt das Ordinary Wizarding Level. Mhm. Und im Deutschen? Drück jetzt einfach und sag Ordinary Wizarding Level. Nee, sag, Englisch galt auch immer als Antwort. Okay, ich schließe die Frage in 3, 2, 1. Es wäre der sogenannte ZAG gewesen, der Zaubergrad. Jo, das habe ich schon mal gehört. Ja. Wie heißen die... Was heißt denn ZAG? Unter-Oberhitze 200. Der sogenannte Zaubergrad besteht aus den Schulnoten, welche die Hogwarts-Schülerinnen und Schüler in den Abschlussprüfungen des 5. Schuljahres erhalten. Die Noten sind sehr wichtig für die spätere Berufslaufbahn der noch jungen Hexen und Zauberer. Okay, also wissen wir nicht. Wie heißen die drei Währungen der Zauberer? Ja, ihr kriegt pro Währung, die ihr genannt habt, also pro, das ist quasi wie Euro und Cent, so müsst ihr euch das vorstellen, ja, nur da gibt es 3. Ja, Peter. Nickel. Gib jeden Punkt. Nickel ist nicht dabei. Pfund. Ein Pfund. Ein Pfund ist auch nicht dabei. Ah. Ja, also es gibt 3 Stück, quasi Euro, Cent, ne, nur 3. Ah, ja. Gold, Silber und Bronze zum Beispiel. Nur, das ist nicht die richtige Antwort. Ansonsten schließe ich diese Frage. Die haben was anderes. Ach so ist das. Das ist krass, Mann. Ich schieße die Frage ganz kurz in 3, 2, 1. Frage geschlossen. Die haben Knuts, Sickel und Gallion. Sickel und Gallion, yo. Knuts. Mit Knuts habe ich mich gar nicht beschäftigt. Das ist die geringste, glaube ich, oder? Das ist die geringste. Ja. Frage 27. Was sind Klatscher? Jay. Das sind die, die beim Quidditch spielen. Reicht mir schon, ist so nah genug dran für die Fragen, die hier kommen.
Also entweder sind das die Bälle oder ich glaube, das sind auch die Typen, die halt, die heißen auch, glaube ich, Klatscher. Die Klatscher klatschen. Also die Klatscher sollten eigentlich, glaube ich, die sollten die Leute vom Besen holen. Ja. Frage 28. Wer sagt Tom Riddle, dass er ein Zauberer ist? Wer? Oder genau. Wem? Nee, wer? Also wer geht zu Tom und sagt dem, yo, Bro, du bist ja Zauberer? Peter. Also Peter Dumbledore. Jetzt nicht, aber Dumbledore, yo. Frage 29. Wie vertreibt man ein Irrwicht? Wie vertreibt man einen Irrwicht? Peter. Sing. Nee, sing nicht. Ich vielleicht schon. Wobei, singen könnte theoretisch gesehen richtig sein, wenn man es richtig... Könnte, ja, also eigentlich nicht. Aber besteht die Möglichkeit, das mit einzubauen, sag ich mal so rum. Aber singen per se ist es nicht. Damn it. Aber das hat dir null geholfen, Peter, weil das hat alles nur gewisselt gemacht. Gute Laune haben? Nee, gute Laune nicht. Geht in die richtige Richtung. Ich weiß nicht mehr genau, was das ist, aber ich erinnere mich an eine Szene aus diesem, wo die mit Pflanzenkunde da machen und dann gibt es so Viecher, die so mega laut schreien. Das sind Alraun. Ach, das sind Alraun, ja, vergiss es. Ja. Die Irrwichte waren das, die dir zeigen, wovor du am meisten Angst hast. Oh. Hilda. Die auslachen. Muss ich über sie lustig machen. Frage 30. Wie heißt die Katze von Argus Filch? Ah, Mrs. Jay. Norris. Das ist Mrs. Norris. Mrs. Norris! Oh mein Gott! Szenario 7, Mrs. Norris. Da geht die Katze richtig ab. Ja. Warum geht Rons Zauberstab im zweiten Teil kaputt? Weil es Ron ist. Weil Ron ihn Jay. Weil er sich drauf, weil er draufgefallen ist, der bricht doch. Ist doch gebrochen und da ist er doch draufgefallen, meine ich. Das ist Herr der Ringe, wo der meint, der hätte was gebrochen. Nein, er hat gebrochen einen Zauberstab, Mann. Und dann kann er nicht mehr damit so gut zaubern, weil er sich draufgesetzt hat oder irgend so eine Scheiße oder draufgefallen ist. Dann gucken wir mal ganz kurz. Ich glaube, die sind da mit dem Auto gefahren und dann irgendwo haben die sich kaputt gemacht. Ach, ich weiß es auch nicht mehr hundertprozentig. Irgendwie so. Keine Ahnung. Gute Antwort. Ist auf jeden Fall nah dran, glaube ich, sonst wird Bram nicht nachgucken. Wir müssen mal ganz kurz uns die Szene angucken, ob er denn da draufgefallen ist. Wie war die Frage nochmal? Warum geht Rons Zauberstab im zweiten Teil kaputt? Was war denn jetzt Jonathans Antwort? Er ist draufgefallen. Ah. Und ist dadurch zerbrochen, ja. Ron ist dadurch zerbrochen. Nee, nicht Ron. Okay, das können wir so nicht genau machen, ob er da jetzt selbst drauf gefallen ist und so, das ist aber okay. Hä? Hier steht nämlich... Die Antwort, die offizielle? Naja, die offizielle Antwort ist, er wird von der Peitschenweide zerstört, aber wenn man sich dann halt im Fandom durchliest, ja, da steht halt nicht direkt, dass er drauf fällt, aber die Peitschenweide holt halt Ron weg und dabei geht er kaputt. Das heißt, das waren wir jetzt nah genug dran, weil es kann auch sein, dass der... dann dabei da drauf tritt, da drauf fällt, mit seinem Knie, whatever. Das ist okay für mich. Ich hab's ja auch mit dem Auto genannt. Nein. Peitschenweide geht. Ich hab's ja gesagt, dass die mit dem Auto da gefahren sind, dann verunfallt sind. Ja. 32. Wie erkennt Professor McGonagall Harrys Talent im Quidditch? Wie? Ja, wie erkennt die das? Jetzt sag nicht mit ihren Augen, Jay. Nein, der ist doch, das vorher ist, glaube ich, Neville abgestürzt und daraufhin hat dann Malfoy, glaube ich, Harry irgendwie geärgert oder sowas und dann musste der quasi fliegen, während er eigentlich Madame Hooch gesagt hat, ihr dürft alle nicht fliegen und dann ist der geflogen und McGonagall hat das gesehen aus ihrem Fenster. Also sie hat Harry fliegen sehen. Was? Boah! Das ist ja... Das ist ja jetzt krass. Ich weiß, dass ich dir da nicht bessere Antworten geben kann, aber das war halt während des Unterrichts, meine ich, wäre der halt geflogen. Obwohl er es nicht durfte. Ja, glaube ich. Das ist aber nicht der Kern.
Er macht dann noch was. Das müsstest du mir noch sagen. Was so das Wichtigste war. Also bis dahin war richtig, aber das ist... Das gibt so eine Sache, die er dann tut, die so, wo McGonagall gesagt, oh, und der Harry, der kann der das, ja, ne, dann ist er auch gut für Quidditch. Der fängt irgendwas fangen oder so. Ja, keine Ahnung, was weiß ich. Irgendwas fangen ist von mir aus noch richtig. Also, keine Ahnung. Er fängt das, erinnere mich, aus der Luft. Du hast die ganze Szene beschrieben. Ja, also keine Ahnung, wenn er irgendwas rausfängt. Okay, 33. Wie heißt? Ach, Leute, das stimmt. Malfoy hat das Ding weggeworfen von Neville. Genau. Glaube ich. Das ist doch das. Okay, habt ihr. Frage 33. Wie heißt der Entwaffnungszauber? Jay. Nein, das ist falsch. Stupor. Scheiße. Nein, das ist falsch. Jay, nicht Jay, Christian. Expelliarmus. Expelliarmus ist es. So sieht's aus. Scheiße. 34. Wie rächt sich Harry an seiner Tante Magda für die ganzen Beleidigungen, die er über all die Jahre ertragen, Peter? Er lässt sie richtig fett aufblasen und dann fliegt sie weg. So. Alter, Frage 35. Wann treten die Todesser das erste Mal in Erscheinung? Peter. Im dritten Teil auf dem Weg zu Hogwarts. Nee, das ist nicht das erste Mal. Wait, die Todesser sind nicht Dementoren. Dude, dude. Zweiten Teil. Wann treten Reicht Todesser dir der Teil das? Oder was willst du jetzt haben? Willst du die Szene haben? Die grobe also, Szenerie. Was ist die Antwort? Ja, Stübram, sag doch mal. Jay. Die treffen, haben ihr Treffen in diesem komischen Haus. Und dann wird dieser Hausmeister, der dann, oder der Leuchtturmwärter oder was auch immer das da war, an der Küste, der wird dann von, der entdeckt die. Und aha, da treten die halt zur Erscheinung, weil der da irgendwie gekillt wird oder so. Das aha ist, glaube ich, relativ am Anfang von irgendeinem Film. Mhm. Okay, es ist alles falsch. Na gut. Also, schließt die Frage in 3, 2, 1. Frage ist geschlossen. Das allererste Mal bei der Quidditch-Weltmeisterschaft. Okay. Frage 36. Warum ist Neville bei seiner Großmutter aufgewachsen? Peter. Weil seine Eltern getötet wurden. Moment, jetzt muss ich gucken, wie tot sie sind. Weil seine Eltern waren. Sind wow die tot? Das ist es. Ja, könnte ich mir gut vorstellen, dass das als Antwort passt. Achso, nee, die sind nicht tot. Peter. Weil seine Eltern von Beatrix irgendwie so geschädigt wurden, dass sie nicht mehr ihn aufziehen konnten. Weil Bellatrix Lestrange seinen Eltern in den Wahnsinn folterte. So war's. Wer hat die Prophezeiung über Harry und Voldemort gemacht? Aber warum jetzt einen Namen? Zur Info. Jay. Grindelwald. Nee. Hätte ja sein können. Die Prophezeiung über Harry und? Voldemort. Gib mir noch einen Tipp. Ja. Die Person heißt mit Vornamen Sybil oder Sybil. S-Y-B-I-L-L. Kicheli. Sybil. Ah. Sybil. Sybil. Ja, jetzt bist du mehr, ne? Ja, Alter, keine Ahnung. Okay, dann schließe ich die Frage in 3, 2, 1. Es ist Sybil Trelawney, die Wahrsagerin in Hogwarts. Oh, da hat sie tatsächlich mal was Richtiges vorhergesagt. Ja. So, wir haben jetzt die gleiche Geschichte mit den Kindern von den Weasleys, ja? Ich frage euch nur nach der Anzahl. Drei. Wie viele Horcruxe hat Voldemort gemacht, Jay? Ja. Nee. Peter. 7. Ja, sie. Das Medaillon von Slytherin, also, den Ring hätte von. Die nicht selber gemacht, was weiß ich. Der Ring von Forlost Gaunt, Hufflepuffs Becher, das Diadem von Ravenclaw, Tom Riddles Tagebuch, Nagini und Harry Potter. Scheiße. Wie heißt der Club, den Horace Slughorn gründet? Ja, jetzt die Frage, wer ist Horace Slughorn, ne? Aber das ist natürlich absolutes Basiswissen, deswegen sage ich euch das sofort. Horace Slughorn ist der Lehrer für Zaubertränke.
Gibt's einen Club? Da bestimmt einen Schnaps. Im Schuljahr 1996 bis 97. Was? Jay. Den Bücherclub. Nee. Und dieser Club hat, wie gesagt, einen Namen. Ja, und den. Ja, genau, wie ich sage, wie heißt es? Wie heißt der Club? So. Ja, puh, von wem wird denn der gespielt? Das ist eine gute Frage. Hä? Wie heißt von der? Von wem wird der gespielt? Ja, wie heißt der Schauspieler? Ach so, der Schauspieler. Da, der wird gespielt von Jim Broadbent, wenn euch das noch hilft. Wait, im Schuljahr 96, 97? Was ist denn das für ein Schuljahr? Wann spielen denn die Bücher überhaupt? Vielleicht ist das ja irgendwie das achte Schuljahr oder so. Chronologie. Band 2. Nee, das ist gelogen. Entschuldigung, Band 6. Hab ich verrutscht. In Band 6. Ja, Peter. Dumbledore's Army. Nee, das ist Horace Slughorn gründet einen Club. Keine Ahnung. Na gut, dann schließe ich die Frage in 3, 2, 1. Das ist natürlich der Slug Club. Alter. Wow. Alter. Als Slug Club bezeichnet Professor Slughorn den kleinen Kreis von Hogwarts Schülerinnen und Schüler, die er persönlich betreut und durch Kontakte fördert. Wow. Frage 40. Also quasi, er holt sich die jungen Damen oder was dann ran und die Sau. Ja. Ekelhaft, der Typ. Warum zerstreiten sich Harry und Ron im vierten Teil? Och, das war mega dumm. Ja, das war mega dumm. Christian, ich bin durch. Stehen beide auf das gleiche Mädchen. Nee, geht nicht um SEX. Achso, schade. Nee, das ist was viel krasseres. Boah, ich hab mich da immer drüber aufgeregt, aber ich hab wieder vergessen. Oh Mann. Dann schließe ich die Frage einfach in 3. 2, 1, geschlossen. Ron ist neidisch, dass Harry ein trimagischer Champion geworden ist. Ja, irgendwie sowas, ja. Die wievielte Frage war das? Die 40. 41. kommt jetzt. Okay. In was verwandelt sich Hermine aus Versehen im zweiten Teil? Peter. In so eine Art Katze. Eine halbe Katze steht hier als Antwort, das reicht. Ja, 42. Die ist nie eine ganze Katze geworden, ja. Wie heißt der Laden, das ist eine 10-Punkte-Frage bei so einem, ja, den Fred und George nach ihrer Schullaufbahn besitzen? Oh. Ich gebe einen Tipp noch. Er fängt an mit Weasleys. Und dann kommen noch zwei Wörter. Wie heißt der Laden, ja, den Fred und George? Weißt genau, was das für einer ist. Ja. Aber jetzt brauchen wir den Namen. Kann ich auch sagen, was da drin zu finden ist, wenn ihr das noch möchtet. Weasleys Scherzartikel. Nee. Ist aber nicht schlecht gewesen, der Try, muss ich sagen. So, dann schließe ich die Frage auch in 3, 2, 1. Es sind Weasleys zauberhafte Zauberscherze. Zauberhafte Zauberscherze. Frage 43. Wie nennt Hagrid seinen norwegischen Stachelbuckel? Bitte was? Stachelbuckel? Ja, Stachelbuckel. Ein Stachelbuckel in Harry Potter ist ein... Ja, genau. Ein norwegischer Stachelbuckel ist eine heutzutage selten gewordene Drachenart aus den Harry Potter-Romanen. Ist der nicht Norbert? Der heißt Norbert! Ah, Jay, Alter, nice! Norbert, Junge! Norbert. 44. Norbert, nein! Wer führt Harry im 7. Film zu dem See mit dem Schwert? Ah ja, Moment, Jay hat gerade 10 Punkte bekommen, wa? Natürlich nicht vergessen. Ja, weil 10-Punkte-Frage. Peter. Harry. Nee. Harry führt sich nicht selber dahin. Wer führt Harry im 7. Film zu dem See mit dem Schwert? Das ist bestimmt so eine richtig dumme Scheiße. Seine Eltern. Meine Eltern? Nee. Seine. Ja, auch nicht seine. Okay, ansonsten schließe ich die Frage in 3, 2, 1, geschlossen. Es ist die silberne Hirschkuh, der Patronus von Snape. Okay, da wäre ich nicht drauf gekommen. Frage 45. Mit was zaubert Hagrid? Jay. Im Regenschirm. Jo.
Mit einem rosa Regenschirm. Frage 46. Wie heißen die Wesen in der Höhle, in der Höhle am Meer? Die eine Höhle am Meer. In den Filmen gibt es wohl nur die eine Höhle. Das ist auch die, wo Dumbledore hier einer Feuermagier macht. Aha. What? Und dann diese komische Schale aussäuft. Hä? Da bin ich wohl mal wieder kurz eingenickt. Also schließlich Jay. Sirenen. Nee, die heißen nicht Sirenen. 3, 2, 1. Frage geschlossen. Es sind natürlich die Inferi, verzauberte Tote. Jetzt kann ich mich wirklich null dran erinnern. Okay. Welche spezielle Fähigkeit besitzt Nymphodora Tonks? Boah, geil, Alter. Ihr müsst mir nur beschreiben, was die kann. Ja, nicht den Fachnamen dafür nennen. Peter. Unter Wasser atmend. Nee. Jay. Sich in Tiere verwandeln. Nee, eigentlich nicht. I tried so hard. Ja, Dito. Das ist sehr traurig. Oh, kann die das vielleicht auch? Moment. Zusätzlich? Unter Wasser atmen, meinst du? Oh. Nee, hier. Ups. Jay, du kriegst den Punkt. Die anderen kriegen den weg. Du kriegst die richtige Antwort, meine ich. Sie kann sich nämlich, könnte das auch, weil zum Beispiel ein Animagus kann sich immer nur in dieselbe Tiergestalt verwandeln, aber ein Metamorphagus, was sie ist, kann die Haarfarbe ändern, andere Dinge und alle anderen Dinge an ihrem Körper beliebig verändern, inklusive jede Gestalt annehmen, die geht. Ah ja. Gestaltenwandler. 48. Wer ist der Einzige, den er je fürchtete? Achso. Christian. Voldemort. Nee. Jay. Harry? Nee. Wer fürchtet wen? Wer ist der Einzige, den er je fürchtete? Christian. Ron. Nee. Wer denn? Ja, wer ist der Einzige, den er je fürchtete? Dumbledore. Yo! Dumbledore, denn Voldemort hat Angst vor ihm. Das ist genauso wie der, über den man nicht redet, weißt du? Der Einzige, den er je fürchtete. Ich wusste überhaupt nicht, wer denn überhaupt hier... Also ja, wer fürchtet sich denn überhaupt? Der Voldemort, hätte auch Harry sein können. Voldemort hat Angst vor Dumbledore, denn er ist der Einzige, den er je fürchtete. Ah. Was unterrichtet Professor McGonagall? Frage 49. Jay. 3, 2, 1. Was unterrichtet Professor McGonagall? Ansonsten schließe ich diese Frage in 3, 2, 1. Geschlossen! Verwandlung. Und die letzte Frage. Wann ist man reinblütig? Jay. What? Wenn man zwischen... Im Harry Potter-Universum. Wenn die Eltern halt Zauberer sind. Und nicht Menschen. Also Muggel. Ah. Richtig. Nein! Weil ich mich verklickt habe! Damit hat Peter 114 das Punkte. Kann nicht und sein. Jay hat 113. Das sind die Verlierer. Christian etwas abgeschlagen mit 62. Easy Snack Win. Und dann bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.